By the way, wir gucken einmal ganz kurz hier hin. Interessenhalber. Deine Quest musst du abschließen, um später ins DLC zu kommen. Schade, ich dachte, vielleicht ist Alexander hier. Aber das ist immer noch komplett lost hier, diese komische Gefäßburg. So, whatever. Rosenkirche. Rosenkirche, Rosenkirche. Da, Rosenkirche. Kommen wir da hin? Von hier, oder? Qualle ist für eine Late-Game-Quest. Alexander-Quest habe ich angefangen, selbstverständlich. Alexander haben wir gerade getroffen in diesem... bei Haus Vulkan, in diesem komischen Lava-Gebiet. Da haben wir gerade Alexander getroffen. Der No Maiden Geist bei der Rosenkirche. Ach hier, Rosenkirche, stimmt. Da war ich doch schon mal. Aber da habe ich ehrlich gesagt niemanden gesehen hier. Weil hier waren wir, ich glaube, hier haben wir irgendeinen komischen... Genau, den haben wir schon mal weggeklatscht. Aber ansonsten wüsste ich nicht, dass hier irgendwas... Lol. Ah, there you are. Weggejägert. You claimed a great room and had your audience. With the two fingers at the round table home. What was your impression? JD, wir haben ihn oft genug angesprochen. Also ich spreche jeden NPC an, bis der Dialog sich wiederholt. Das kenne ich aus Dark Souls. Scheiße, was muss ich antworten? Ich habe nicht zugehört. Ich habe Chat gelesen. Aha, my doubts had been piling up, you see. Ja, alles gut, JD. The words of the two fingers cannot be trusted, truly. No, I believe that when the Elden Ring was shattered, even worse, that's the part that irks the most. Oh, I have a gift. A means for circumventing the draw of the two fingers. Give it a try, and if it please you, I've high hopes for you. Be sure to try. There's no, the tarnished were spurned by grace for... Your loyalties are misplaced with them. Ingenious, den Dolch musst du die bringen in der Tafelrundfeste. Be sure to try that finger. Der an diesem runden Tisch sitzt. I'm quite certain. Be sure to, I'm quite certain. Okay, was machen wir jetzt? Was mache ich hier am besten, Chat? Endlich invaden. Okay, Dovahkiin ist jetzt weit weg. Dovahkiin ist glücklich, endlich invaden wir jemanden. Aber auch nur, weil es für die fucking Quest sein muss. Schade, dass ich nicht daheim bin, würde mich von ihm invaden lassen. In der Nähe und weit weg. Invasion, darf ich dir sagen, wie? Wie? Ich weiß doch, wie. Oder auch nicht. Funktioniert das jetzt hier oder nicht? Ach, wait a minute. So. No. Ach, wir invaden schon. Wir müssen einfach nur warten, oder was? Das ist die Quest von deinem Zuschauer gestern. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Musst du dreimal machen. Musst einfach warten jetzt. Okay.
Ich würde einfach alles Parry machen und so One-Hit drücken. Einer Invasion werden deine Tränen halbiert. Ja, das kenne ich, wenn wir mit so einem NPC immer invaded haben für eine Quest. Da hatte ich auch auf einmal immer nur 5 oder 6 Tränke. Was war jetzt mit der Map? Mein Kleiner ist gerade aufgewacht. Keine Ahnung, was war mit der Map? Sag du es mir. Du kannst auch im Altusplateau einen Gegner fighten. Da musst du nicht online spielen. Im Altusplateau. Keine Ahnung, wisst ihr jetzt nicht wo? Bei so welchen Ruinen? Muss ich nur jemanden invaden oder muss ich den auch wegklatschen? Also muss ich 3 Leute killen oder muss ich 3-mal invaden? Das ist ja ein Unterschied. Hast du eigentlich keine Minimap? Woher weißt du immer, wo du hin musst? Nee, habe ich nicht. Ich gucke halt auf der Map hier und kann mir so Markierungen setzen und dann sehe ich die. Also ich habe ja oben in der Mitte ist ja der Kompass. Einmal invaden, nur invaden, egal ob ich dann sterbe. Okay, dann soll es aber mal funktionieren am besten hier. Sonst gehen in ein anderes Gebiet, das am Anfang, da sind mehr Gegner. Oder Haus Vulkan oder Hauptstadt. Ingenious, wo hast du das gemacht? Weil hier ist irgendwie niemand. Ich will nicht zu Mock. Nee, ich will seine Quest hier machen. Geh Anfang oder Hauptstadt? Also was ist Anfang bei dir? Hier, ist hier Anfang. Den habe ich noch nicht gesehen. Der ist so fein gezeichnet. Schau doch immer auf Handy. Ach so, ja, stimmt. Alter, da steht's sogar. Ihr seid ohne Jungfer, dann ab nach Lyurnia, sucht nach der Rosenkirche. Und eine Geste. Das Coole ist, das Game gibt dir wirklich, wenn du weißt, also das Game gibt dir halt Hinweise, du musst sie nur finden. TikTok Spoiler schon wieder, ich rall's nicht. Also jetzt eigentlich. Also wenn, dann habe ich den Spoiler nicht verstanden. Der Gegner ist nicht stark, kannst den easy fighten. Ja, JD, das habe ich auch nicht verstanden. Weil ich mache ja extra Gegner weit weg suchen. Dann müsste es ja egal sein, wo ich bin. Dann müsste das ja sowieso auf der kompletten Welt irgendwie funktionieren, aber who knows. Direkt rechts von der Brücke, wo du in das Lava-Gebiet kommst. Also hier. Hier oder was? Wo meinst du, Muffin? Hier oben oder hier? Oder hier? Also, oder welche Brücke meinst du? Die Brücke hier, Brücke der Sünde. Hier sind wir ins Lava-Gebiet gekommen, oder? Die Ruinen rechts davon, das hier. Hier? Ja? Ja, das? Okay, wir gucken nochmal ganz kurz, ob es funktioniert jetzt. Aber es sieht nicht so aus. Ja, aber das ist ja übelst wack, Alter, wenn das so ewig dauert. Okay, dann... warte, jetzt bin ich lost. Hier. Dann machen wir jetzt einmal den. Dann haben wir schon mal 1 von 3. Schade, wäre in einer Stunde daheim, würde dann kommen und mich invaden lassen. Können wir dann immer noch machen. Probier hier mal Invasion. Ich spiele auf PC, Danny. Okay, wait a minute. Wir... Blutfett? Wir müssen ja 3-mal invaden. Das hier ist ja eh nur einer. Das heißt, wir haben ja danach immer noch 2-mal
also zwei Invades übrig. Ich muss das andere dann nicht mehr machen. Was geht denn hier ab? Ist das ein Gegner? What the fuck? Yo, wie viele von denen sind denn hier? Shit, ich hab keine Ausdauer mehr. Boah, ich glaube, wir können die halt so geil wegmachen, weil unsere Waffe ja, glaube ich, in Teil sogar Feuerschaden hat. Und ich glaube, gegen Feuer sind die halt ultra, ultra effektiv. Hier ist Millicent auf dem Quest, auf dem Weg zu dir. Ich weiß, mit Millicent haben wir hier schon gesprochen. Haben wir schon gemacht. In so einer längeren Ruine ganz im Osten. Oh, guck mal, hier geht's runter, da waren wir auch noch nicht. Okay, wir schauen einmal kurz hier runter und dann gehen wir gleich weiter. Ja, ist schon... Elden Ring ist schon schwer. Also Elden Ring ist schon ein schweres Spiel. Ich tue mich echt schwer mit den Bossen, Leute. Was ist der aber nicht? Ja, ich weiß, es war ja ein Boss. Ich wollte nur kurz gucken, was hier unten ist. Blutige Helix, Alter. Klingt auch cool. Ich mache, by the way, ich mache nur Spaß, Leute. Ich weiß, wir haben eine OP-Waffe. Ich mache nur Spaß. Bitte seid nicht getriggert. Wie ist den Kombi von Amon? Wenn du die Karte offen hast, steht da auch was Multiplayer, was mit Multiplayer anzeigen. Dann siehst du so Kreise. Ey, Junge, ich mache hier gerade was. Ah, lass mich in Ruhe. Versuche hier gerade was rauszufinden. Oh mein Gott, jetzt kommen diese anderen Keks. Oh mein Gott, sind es viele. Okay, alles klar. Ah, here we go. Okay. So. Durch die Dauer wurde sie gepatcht. Es reicht, wenn du ihn einmal tötest, den Invader. Okay, nice. Jetzt. Junge, diese Kackhunde. Ich kann nicht mehr. Ich will doch einfach nur mal die Map aufmachen. Was ist denn falsch mit euch? Mehrspielerstatus anzeigen. LB. Ah, okay, das ist ja übelst cool. Da kommt schon wieder ein Hund, oder? Okay. Okay, das ist cool. Vielen Dank für den Tipp. Welche Waffe ist das? Wir haben Eleonoras Stangenwaffe plus 9. Und die ist unnormal overpowered. Also, die Bosse hast du ja gerade gesehen. Die Bosse schmelzen einfach weg. Blutigen Eiterfinger benutzen und in die Welt von Magnus der Bestienklaue eindringen. Selbstverständlich. Jetzt geht's Magnus an den Kragus, Alter. Deswegen kein Spoiler, nur Tipp. Amon war schneller als ich. Ja, alles gut. Oh fuck, der fickt mich. Doch nicht. Runenbogen, Krummfingermedizin. Nice. Elden Ring ist schon übel schwer, die ersten 40 Stunden. Also ich glaube, Elden Ring wird nach 40 Stunden erst richtig schwer. Also ich glaube, die Bosse werden schwerer, aber ich glaube, du kannst halt, je länger du spielst,
Jetzt wieder zu Barret, also der No-Maiden-Guy. Ich glaube halt bei Elden Ring, je länger du spielst, desto mehr kannst du dir ein gutes Bild machen. Genau, Elden Ring wird immer schwerer. Die Bosse werden immer schwerer. Aber dein Bild wird halt immer ausgefeilter und du hast immer mehr Möglichkeiten, eine OP-Waffe zu finden, eine OP-Skillung zu finden und so weiter. Und deswegen kannst du dir das Spiel halt einen Ticken einfacher machen, dass es halt ungefähr gleich bleibt. Also die Bosse werden schwerer, aber auch dein Bild wird besser. The Chosen One. Vielen Dank für dein Follow. Ich finde, Elden Ring wird einfacher mit der Zeit. Also ich kann, also ich muss sagen, Caelid hatte ich jetzt wirklich eine harte Zeit. In Caelid hatte ich jetzt wirklich eine harte Zeit. Da waren ein paar Bosse, die mich unnormal getiltet haben. Aber so grundsätzlich ist es, finde ich, ungefähr gleich geblieben vom Schwierigkeitslevel. Ja, genau, du kommst auch in die Routine rein und so. Caelid ist das schwerste Gebiet, ja. Hey Drax, moin! I knew it from the very start. You have a taste for noble blood. I wish to anoint you a proper inductee. A knight to serve Luminary Moog, the Lord of Blood, and establish a new dynasty. Was hast du so geschafft? Boah, wir haben viel gemacht. Also wir sind seit 8 Stunden online. Wir haben einiges gemacht. So, what do you say? Now, take this. Gunst des Fürsten des Blutes. For your final trial. Normally this ritual would involve killing one's own maiden and recanting the wisdom of the two fingers. But since you are maidenless, the blood of anyone's maiden will do. The cloth is your final trial. The blood of anyone's maiden will. Okay. Wie viel Spielzeit hast du jetzt? Wo stand es? System? 63 Stunden. Holy shit, 63 Stunden, Junge. Crazy. Patrix, wir haben ultra viele Bosse gemacht. Wir haben komplett Haus Vulkan durchgequestet. Oder durchgemacht. Wir haben so einen Feuersalamander gekillt. Wir haben Rickard haben wir gekillt hier oben. Dann haben wir ein bisschen gequestet. Dann haben wir die Selen-Quest gemacht. Dann haben wir. Also wir haben schon einiges gemacht in den 8 Stunden. Aus Vulkan hast du mitbekommen. Okay, nice. Dann hast du nicht allzu viel verpasst. Dann hast du, glaube ich, wirklich nur die Selen-Quest verpasst. Wärst auch traumatisiert von 10 FPS PS3 Schandstadt ab Remaster Kindergarten. Ab 62 Stunden. Mein Jäger ist wieder am Boss weg. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal hier die Quest von ihm. Aber das mit altes Plateau habe ich verpasst. Da waren wir ja gar nicht. Muss off wegen Schule. Ja, alles gut, Pili. Dann schön, dass du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und bis morgen oder so. Aus Vulkan habe ich fertig, Andreas. Wenn du zurück zur Kapelle der Erwartung gehst, findest du eine Maiden. Okay, wo ist Kapelle? Okay, Chat, was machen wir jetzt? Wo ist Kapelle der Erwartung? Wie machen wir jetzt die Quest weiter? Du musst jetzt eine Jungfrau finden. Okay, wie machen wir das? Was ist Kapelle der Erwartung? Ihr Teleporter-Zauberturm. Ah. Also altes Plateau haben wir nicht viel gemacht, Patrix. My name is Eren Jaeger. Yo, Red Suricard, was geht? Danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Du kannst, by the way, wenn du auf der Map bist, Dreieck drücken und dann siehst du alle Gnadennamen. Mach keinen Scheiß. Ach so, okay. Hey, oha, aber bis ich da alle durch habe. Souls werden neue psychische Krankheiten erschaffen, sage ich. Auf gar keinen Fall. Ich glaube eher, die werden sie heilen.
Sieht man meine Nachricht? Was? Und dich porten so? Okay, aber ja, okay, hier sind halt vier Türme. Welchen brauche ich jetzt? Wo soll ich mich hinporten? Hast du schon die Invasion gemacht? Die habe ich gemacht, ja. Und jetzt sollte ich hier zu den vier Glockentürmen, aber ich weiß nicht, was ich hier soll. Da kannst du ein Portal öffnen, das zu der Kapelle führt. Du musst nur den richtigen Teleporter. Den ersten? Also den untersten. Lies die Beschreibungen an den Türmen. Den du schon hast. Ich habe alle schon. Also den hier, oder was? Wo ist hier eine Beschreibung? Alles mal voraus. Verfallende Lande. Der oberste. Yo! What the fuck? Red Suricate mit dem Raid. Mit 15 Leuten. Holy shit, wir sind 40 Leute auf Twitch. Vielen, vielen Dank für deinen Raid. Was geht? Grüß dich. Ja, unnormal krass. Hattet ihr einen geilen Stream? Was habt ihr gestreamt? 38 Leute, du hast einfach meinen Viewer-Rekord gebrochen gerade. Von 25 auf 38. Hey, Thico, grüß dich. Raid, genau so ist es. Okay. Die kleine Statue sagt die Info. Nee, nicht wirklich. Ja, new record. Was habt ihr gestreamt? Habt ihr auch Elden Ring gezockt oder was habt ihr gemacht? Bin ich am richtigen Turm jetzt, by the way? Oder wo müssen wir hin? Lies die Beschreibung. Wo soll ich denn hier eine Beschreibung lesen, Leute? Ewiger Nachthimmel steht hier. Ewiger Nachthimmel. Okay, das wird's nicht sein. Den ganzen Tag einen Boss versucht. Welchen Boss hast du versucht? Krösus suchen. Rache. Spitze der Erwartung. Das wird sein, oder? Der ist richtig. Feuerriese heißt der, glaube ich. Gopex the First. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier. Feuerriese war ich selber noch nicht, aber habe ich heute auch schon mehrfach in meinem Chat gelesen. Irgendwie haben alle geschrieben, geh da hin, geh da hin, geh da hin. Aber wir erkunden in unserem eigenen Tempo, weil ich will auf jeden Fall in meinem Tempo so die Map ein bisschen erkunden. Und nicht irgendwie dahin gehen, verspätet vom Raid. Alles gut, ist nicht schlimm. Hast nicht viel verpasst. Oh, ich glaube, nein. Game ist gestorben. Mein Game ist wieder gestorben. Hatten wir eine ganze Weile nicht mehr. Immer im Loading Screen, by the way. Feuerriese, kommst du noch nicht hin? Aber Feuerriese haben wir heute. Mach erstmal die Königsstadt, da erwartet dich noch viel Spaß. Hey, warum ist Elden Ring heller als die Sonne, Junge? Jetzt. Feuerriese haben mir heute viele geschrieben, dass ich da hin soll. Welches Level bist du eigentlich? Amon, ich bin Level 105 oder so. Die scheiß Stadt, ey. Ich muss sagen, irgendwie freue ich mich auf die Hauptstadt. Also es kann sein, dass es schlimm wird da von den Gegnern her. Aber ich freue mich drauf. Also, weil du bist halt immer unterwegs in diesen ewig großen Gebieten und alles immer so... Junge, wo bin ich denn? Bin ich hier richtig? Für die Quest? Wollte ich hier hin? Weil du bist immer unterwegs. Die Map ist unendlich groß. Du bist immer in diesen weiten Ebenen. Und ich muss sagen, die Hauptstadt sieht irgendwie... Sieht geil aus. Also ich freue mich irgendwie drauf. Auch mit diesem goldenen Baum hier und so. Ich bin übel gespannt, was uns hier erwartet. Also ich habe richtig Bock, da reinzugehen. So, weiter geht's hier. Mein Game läuft wieder.
Apropos, hab dich fast eingeholt, heute von Level 65 auf 98 bisher. Holy shit, Alter, den Genius, was ist denn bei dir los? Du bist richtig? Okay, alles klar. Weil ich war hier schon, das wisst ihr, oder? Also ich war hier tatsächlich schon mal. Aber da hatte ich die Quest noch nicht. Du bist bad, also pst. Geil, Alter. Wenn hier reingeradet wird und dann die Leute, die hier reinkommen, sich erstmal so richtig schön gegenseitig fronten, Alter. Ich feiere euch jetzt schon. Finde ich cool. Im Haus oben liegt die. Jetzt musst du mit dem Tuch auf den Berg vor dem Aufzug von Dektus in die Kirche. Was? Den Berg kannst du von hinten hochlaufen. Das Tuch musst du dann eine Frau tunken, die da sitzt. Ich gehe da jetzt nicht zum Berg, Junge. Ich gehe da jetzt nicht zum Aufzug von Dektus. Ich bin jetzt schon hier. Hier oder was? Stoff mit dem Blut der Jungfer tränken. Okay. Jetzt mal ganz ehrlich. Wer, der diese Questline macht, der keinen Chat hat, der ihm vielleicht mal ab und zu irgendwie in die richtige Richtung stupst. Wer kommt da drauf, hierher zu kommen mit diesem verkackten Tuch? Da kommt doch kein Mensch drauf, Junge. Gunst des Fürsten des Blutes. Insane. Da gibt's immer Hinweise. Okay, na immerhin. So, was machen wir jetzt? Okay, wait a minute. Wir gucken uns erstmal die Itembeschreibung an. Vielleicht hilft die uns schon weiter. Wo ist dieses Tuch? Wo ist das Tuch? Da. Vom Blut einer Jungfer durch und durch rot gefärbtes Eidtuch. Die letzte Prüfung ist abgeschlossen. Koryphäe Mock wird euch nun gewiss als einen seiner Ritter annehmen, die das Fundament für seine Dynastie legen werden. Okay, also zurück zu Varé. Zurück zu Varé. Sehr gut, schreibt ihr auch. Dann, let's go. Weißgesichtiger Varé, Rosenkirche. Das ist From Software. Gibt es noch einen anderen Platz, wo du das bekommst? Ja, das hat auf Twitch auch einer geschrieben. Dass wir das nicht nur bei, dass wir das noch woanders hätten machen können. Da lang, da lang. Die, die es wussten, haben Handbuch benutzt, safe. Ich glaube auch. Hab gestern Dung-Eater-Quest gemacht. Ohne Google hätte ich ihn nie gefunden. Ich glaube, ohne Chat würde ich überhaupt nichts finden. Also ich meine, die Erkundung von der Map ist ja alles schön und gut. Also die ganzen Dungeons und so, die findest du ja. Die sind ja auch auf der Map eingezeichnet. Die ganzen Kirchen sind auf der Map eingezeichnet. Wenn du da ein bisschen aufmerksam drüber gehst, dann passt es ja. Alter, aber die Questlines, holy fuck, also. Habe, glaub, noch nie eine Nebenquest gemacht. Ich find's halt übelst geil, die Nebenquests zu machen. Die haben ja schon so coole Background-Stories. Aber die sind einfach nur crazy kompliziert, muss ich sagen. Ich kenne den Weg zur Frenzy Flame und Dung Eater auswendig. Ich werde drauf zurückkommen. Oh, ich bin falsch gelaufen. Muffin, ich werde auf dich zurückkommen. Wenn wir irgendwann die Dung Eater Quest. Warum heißt der Typ eigentlich Dung Eater, Junge? Ah, mein Lambkin. You've completed your final trial. 100 Stunden am Spielen, ja, ist wirklich so. Wenn man alles erkundet, jeden Winkel, dann wirst du es schaffen, aber ich denke, da bist locker 300 Stunden. Luminary Moog, the Lord of Blood. Luminary Moog. Dynasty. Now, give me your finger. This noble blood will be an immutable badge of honor. Once. Was geht ab? Was macht er da? Oh, good heavens. Clench your teeth or something. Das sieht ungesund aus. Das sah ungesund aus, bin ich ehrlich. Blutiger Finger, wahrscheinlich unser eigener, oder was? Never forget that feeling of agony, for it is what binds you to Luminary Moog, to all of us. Wirst du in der Line mitbekommen, warum? Sweetest scream.
So süß wie ihr hat noch niemand geschrien. Was ist denn mit ihm los? Oh, another thing. Medaille des Reinblutritters. Als Verbrauchsitem. Barret ist so ein Minus-NPC. I've gone out of my way to provide one, but you mustn't use it just yet. The meeting must wait. Luminary Moog yet slumbers beside the divinity. We must endure a little longer. In Elden Ring fand ich alle Drachen zu leicht, da ist das Dark Souls 3 Media auf Platz 1. Oh, Media in Dark Souls 3 war crazy, Alter. Also das weiß ich noch. Media in Dark Souls 3. Ja, er war sportlich. It is trying. One day you will be elevated. Is right, my lambkin? Ja, okay. Yo, Big P, was geht? Grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe heute mit dem Link. Noch ein G im Chat, so ist es. Nutz das Teil mal. Ey, mein Freund, ich muss schlafen. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß. Kuss, man sieht sich. Red Zurich hat, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für den Raid und ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bevor ich es nachher vergesse, lasse ich bei dir auch direkt ein Follow da. Pirate Punk, vielen Dank für dein Follow. Du musst da noch nicht hin. Gibt zwei Bücher, sogar alle Items und Gegner hat ein eigenes Buch. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt musst du das Item benutzen, das du bekommen hast. Ups. Das da. Aber... Hä, ist ja übel weird. Also... Varee sagt, wir sollen uns gedulden. Und wir benutzen einfach das Item und gedulden uns halt doch nicht. Alter, wo bin ich denn jetzt? Jo, wo sind wir? Da kannst du erstmal erkunden, aber in irgendeinem kleinen Gang liegt dann eine rote Nachricht auf dem Boden und dann musst du gegen Varee fighten als Ende der Quest. Karte. Oh nice, wir haben die Karte. Gott sei Dank. So groß ist es ja gar nicht hier. Mausoleum der Mogwin-Dynastie. Ja, what? Was ist denn mit diesem Game los? Wie, Junge, wie groß ist dieses Game? Also ich meine nicht, dass diese komische Map nicht schon ohne diese ganzen Unterwelten und Nokron und Noxtella und was weiß ich was, übertrieben riesig wäre. Es gibt halt auch noch eine Million, eine fucking eigene Map nur für eine Nebenquest. What the fuck? Rusty, wir sind 104 oder 105 oder 106, irgendwie sowas. Das wird jetzt lustig. Entschuldigung. Yo, alles klar. Alles klar, er holzt den ganzen Wald ab. Er ist einfach Gott. Er hat einfach unendlich Leben. Okay, doch nicht. Er ist... Hä? Yo, 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 chill, 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 chill. Okay, das Skelett habe ich nicht verstanden. Ich habe ihm überhaupt keinen Damage gemacht und auf einmal war es dann tot. Aber okay. Geh erstmal zu der Gnade. Habe ich eine Gnade verpasst? Geh die Treppe hoch wegen Gnade. Ja, okay, beruhigt euch, Leute. Ich habe es nicht gesehen. My bad. Gegen Mock würde ich dir nicht raten zu fighten, denn er ist der Lord des Blutes und deine Waffe macht keinen Blutungsschaden gegen ihn. Ah, nice. Okay. Ich bin dann wieder raus, muss jetzt wirklich schlafen. Alles klar, Muffin. Dann zum zweiten Mal eine gute Nacht und
Bis morgen. Ja, aber Leute, das hilft uns alles nichts. Wir müssen irgendwann Mock ohne Blutungsschaden töten. Wir kommen da nicht drum rum. Also... beim Mausoleum? Was? Oh, Patrix ist traurig, jetzt weil Muffin geht. Probier ihn einfach. Ja, oder hätte ich auch gesagt. Also... vor allem... oh Junge, warum ist er so unendlich tanky? Boah, irgendwie habe ich hier ein ganz ungutes Gefühl. Also A, weiß ich nicht, wo ich hin soll. Okay, hier ist sowieso Sackgasse. Ein Runenbogen. Oh, oh mein... yo! What the fuck ist das für ein Damage? Also A, weiß ich nicht, wo ich hin soll. B, sind alle Gegner hier irgendwie unnormal heftig. Ganz, ganz ungutes Gefühl hier in dem Gebiet. Also die gehen, aber ich meine, alles andere two-shotten wir mit der Waffe. Also die sind schon übertrieben tanky hier. Ich würde an deiner Stelle bei den Treppen weiter, da geht's weiter. Und gegen ihn normal gefightet in der Hauptstadt. Nee, habe ich nicht. Fliegenschwarm. Ich bin übelst überfordert gerade in dem Gebiet. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Den bekommst du auch hin, auch mit der Waffe. Mein erster Walkthrough habe ich Bloodstorm gespielt und habe es auch geschafft mit Level 108. Ist doch geil. Der Chat will dich nur leiden sehen oder dass du Runen farmst in dem Gebiet. Ich werde keins von beiden machen. Ich werde weder Runen farmen, noch werde ich leiden. Na, wobei, leiden werde ich wahrscheinlich. Das kann gut sein. Oh fuck, okay, here we go again. Das war Reh. Schau, war Reh. Nice. Patrix, mach's gut. Wunderschöne gute Nacht. Schön, dass du da warst. Bis morgen. Unser Jäger war noch nicht in der Hauptstadt. Genauso ist es. Oh, fuck. Boah, Junge, sind die Viecher hier strong, Alter. Vor allem treffe ich die auch nicht irgendwie. Yo, chill. Alter, ich kann ihn nicht dodgen. Ich kann ihn nicht dodgen. Ich bin tot, oder? Oh nee, doch nicht. Boah, Junge, allein dieser Vogel war einfach ein Bossfight, gefühlt. Patrix redeemt Wassermarsch. Ist zwar fast leer, aber ein Schluck ging noch. Was ein Schwachsinn, du bist weitaus besser als ich und selbst ich habe den Thorn ohne sämtliches Wissen über ihn gekillt. Die machen dir einfach Angst. Run, 11.000 Runenvogel. Yo, alles klar. Von dem kommen noch zwei.
Wir killen diesen Kackvogel, Junge, um dann gegen drei Hunde zu sterben. Alter, wie traurig war das denn? Wie traurig war das denn bitte gerade? RIP, ja. Das war... Hat jetzt nur noch irgendwer gefehlt, der hier die fucking traurige Musik oder den Applaus im Soundboard raushaut. Sascha, danke für die Rose. 11k am Vogel, süß, der Boss gibt mehr. Ja, da gehe ich mal davon aus, dass der Boss mehr gibt. Das wäre schlimm, wenn nicht. Aber es ist schon ein ekelhaftes Gebiet hier. Das muss man schon sagen. Also das hier kommt schon nah ran an Caelid. Würde dieses Blut hier jetzt noch Scharlachfäule sein, dann wäre es perfekt. Muss Waffe wechseln, Spiel Feuer, Damage, Blutung, bringt ja bei diesem Gebiet nicht viel. Ja, mal gucken. Mock gibt richtig viel. Ich bin gespannt. Ein Steinschwertschlüssel, sehr gut. Hallig-Drachen-Talisman. Okay, ganz ehrlich, wir lassen die Vögel mal Vögel sein. Und gucken uns hier erstmal um. Adernblatt mal wieder. Das kein Mensch braucht. Lasst ihn doch einfach spielen. Vielen Dank, Pipi. Guter Punkt. So, okay, ich glaube, dann haben wir hier unten alles. Ist ganz angenehm gemacht, dass du hier durchreiten kannst, weil halt die... Okay, er macht mir auch irgendwie Angst. So, ich glaube, wir können sogar am... können am Bonfire bestimmt 100% sogar nochmal leveln. Und dann klatschen wir diesen komischen Mock weg. Ihr Non-Belieber. So nämlich. Keiner hier glaubt an mich. Big P, wir haben vorhin eine Vorhersage gemacht. Wir waren bei irgendeinem Boss, ob ich den in den ersten Try versuchen schaffe. Alle haben gegen mich gewettet und alle haben ihre fucking Kanalpunkte verloren. Ich war so glücklich. War so glücklich, dass ich es geschafft habe. So, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ich glaube, Condi. Condi ist gut. So, was machen wir? Wir machen eine Vorhersage. Schaffen wir Mock in 3 Tries. Ist natürlich mutig, weil ich den Boss noch nicht mal gesehen habe. Und ihr könnt abstimmen ab jetzt 1 Minute. Have fun. Verwettet eure Punkte. Holy shit, Alter. Yo, Alter, sogar die Trash-Mobs hier sind crazy. Boah, ist das alles nervig hier. Okay, ganz ehrlich, ich glaube... Ich glaube, wir lassen die jetzt einfach mal leben, weil das sind 1 Million Stück. Ein Tipp, den du dir ans Herz legen solltest, wenn du bei der Treppe hochgehst, greif den Händler nicht an. Ich werde mir Mühe geben. Lauf an den Leuten vorbei. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Alter, das ist ja crazy hier. Oh mein Gott, eine Numenrune. Never nur 3 Versuche, nicht mal mit der Waffe.
Ich hatte ihn first try und fand ihn nicht so wild. Ich will eigentlich ja sagen, aber der ist echt böse. Hier ist auch ein mega Runen-Farming-Spot. Digga, was ist das? Eine Nachgeburt? Ja, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Irgendwelche... Warte, komme ich von hier? Bin ich zurückgelaufen? Nee, hier war ich noch nicht. Hier liegt noch ein Item. Ein Steinschwertschlüssel. Junge, sind die nervig hier. Ist das eine Kirche? Bisschen weiter hinter dem Bluterguss vor dir. Du weißt, ich bin Believer, ich glaube an dich, aber Mock schaffst du nicht in 3 Versuchen. Sorry, Bro. Aber ich fände es so geil, wenn ich es schaffe. Eine Blutrose. Ich fände es so geil, wenn ich es schaffe. Ich benutze einfach Mimiktier. Ich cheate einfach und benutze Mimiktier und schaff's in einem Versuch. War auch immer da. Labert, hab mir den Bluthund reißt dann Third Try. Wenn du ihn sauber runterspielst, schaffst du es in 3 Tries. Die Abstimmung wurde ohne Stimmen beendet. Ey, wir können auf... Wenn wir Abstimmung machen auf TikTok, funktioniert das? Madnix, warst du das? Hast du auf TikTok eine Abstimmung gemacht? Ich wusste gar nicht, dass es geht. Mimic ist kein... Ja, geht. Okay, krass. Ich dachte, es geht nur auf Twitch. Oh, ich höre einen Händler. So, was hat... Oh mein Gott, der hat Runenbögen. Nehme ich. 5 Steinschwertschlüssel. 5 Steinschwertschlüssel. Die nehme ich auch mit. Den kannst du schon holen, den Händler. Hast du schon mal Perlen gefunden? Ja, Alter, wie oft will er denn noch kommen hier? Klangperlen habe ich auch schon gefunden, ja. Mock 7 Versuche. Oh, was haben wir hier? Eine Fürstenrune, what the fuck? Alter, was liegt denn hier rum? Okay, gut, du hast natürlich die geilste Waffe aller Zeiten, muss man sagen. Ja, aber nicht, wenn Mock blutimmun ist. Dann habe ich nämlich nicht die geilste Waffe aller Zeiten. Dann habe ich ein fucking Problem. Aber wir werden sehen. Okay, ich habe... Also wir können einmal hoch und wir können einmal runter, wenn ich das hier richtig sehe. Ich weiß, dass ich Händler töten kann und ihre Klangperlen bekommen und ich will es nicht machen. Ich bin kein NPC-Killer. Ich feiere das einfach nicht. Deswegen mache ich es nicht, aber ich weiß, dass es geht. Niemand ist Bleed-immun. Da liegt ein Item. Kommen wir nicht von da? Schmiedestein 8, okay. Ey, das ist schon wieder derselbe Penner. Ist das Mob? Junge, ist das Mob? Ist er, können wir ihn einfach nicht töten? Shit, ich hab keinen. Ich hab keine FP mehr. Das ist natürlich unsexy. So.
Da waren wir, da waren wir. Das heißt, es ist halt einfach übertrieben dunkel hier. Mini-Mock. Mock gibt dir aber eine mega gute Waffe. Ich würde jetzt, ich würde jetzt, glaube ich, ungern nochmal direkt die Waffe wechseln. Also man könnte natürlich eine Waffe ausprobieren, aber ich würde jetzt, glaube ich, ungern nochmal direkt die Waffe wechseln. Weil wir jetzt gerade erst mit der Waffe hier angefangen haben. So, ich glaube, wir setzen uns einmal hin. Die Fürstenrune schmeckt, habe ich mir vorne auch gegönnt. Wunderschön. Ah, sieht schon. Ich frage mich, ob das da drüben Noxtella ist oder so, was wir sehen. Ob das auch irgendwas ist, wo wir schon waren. By the way, fällt mir gerade auf, wo wir in Noxtella waren, habe ich einen Teil von der Stadt gesehen, wo wir noch nicht hin konnten, der auch übelst riesig aussah. Das heißt, wir werden irgendwann nochmal in die Unterwelt kommen, weil wir haben ja noch nicht mal fertig erkundet. Da war auch irgend so ein Bereich irgendwie mit Wasserfall oder sah auch irgendwie übelst weird aus. Und da waren wir auch noch nicht. Geht hier ab? Hä? Ja, okay. Ah, das ist ein Aufzug, okay. Okay, was machen die hier? Ey, das ist dieser Dude da oben. Der mir die ganze Zeit auf die Eier ging. Lebt der noch? Jetzt nicht mehr. Oh Junge, ich bin tot. Ich kann nicht rollen, ich hab keine Ausdauer mehr. Das waren einfach zu viele. Also wären das alles so Two-Hits oder so, also dann wären die schon machbar, aber weil die alle so tanky sind, die sind ja alle übertrieben stark hier irgendwie, sind das echt ganz schön viele. Und die machen halt auch alle unendlich Damage. Was machen die? Oh mein Gott! What the fuck? Was ist das für ein Gebiet? Ignorier mal die am Schreien. Ja, aber ich will die Kiste haben, die da ist. Muss den Aufzug nehmen. Ja, ich weiß. Aber ich will die Kiste, die da liegt. Ich probiere, glaube ich, einmal durchzurushen, die Kiste zu holen. Ich glaube, die sind nicht dafür gemacht, hier umgebracht zu werden. Ich glaube, die sind einfach nur Troll, weil das Game will, dass du die angreifst und stirbst. Ich glaube, die sind einfach ein Prank oder so. Go, 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 go. Uralter, what? Uralter Drachen-Dunkelschmiedestein. Insane. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, wir gehen einmal kurz zurück zum Bonfire, resetten die Aggro und gehen dann hoch und können dann an denen vorbeirennen. Die zu bekämpfen ist sinnlos, hol direkt die Kiste. Was? Ich hol mir die Chest auch? Ja, mach doch. Wie kann man denn an so einer Kiste vorbeilaufen? Also, dass in der Kiste irgendwas ultra krasses ist, es war ja offensichtlich. Bam. Erfolg bekommen. Göttertöterwaffe. Ihr habt eine Waffe bis zur höchsten Stufe aufgewertet. Geil. Na, jetzt machen wir noch was. Wir gucken mal, was das hier gibt. 50.000. Kann ich damit leveln? Wir müssen alles gegen Mock mitnehmen, was geht. Ja, wir können leveln. Wir müssen alles mitnehmen gegen Mock, was geht. So, und jetzt geht's zurück.
Oh, warte mal, das war hier gar nicht. Hier. So. Ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber nur ein bisschen. 90% Fokus, 10% Angst. Ungefähr. Du hast bei dem Höhlenausgang was übersehen. Bei dem hier oben. Nighthawk? Oder bei welchem? Hab die Chest nicht mal gesehen. Okay, sorry Leute, ich weiß, euch triggert das jetzt. Ihr wollt mich da sterben und leiden sehen. Ein Rufzeichen. Ja, okay. Wir spielen ja ohne Beschwörung. Oder ist das Rufzeichen eine Quest? Muss ich da jemanden rufen, damit ich irgendeine Quest weitermachen kann? Beihändig, ja. Danke. Ohne Beschwörung, sonst ist es kein Kampf. Mein Mann. Sehe ich genauso. Ja, Quest. Okay, Chat, kann das irgendwer verifizieren? Brauche ich das Rufzeichen für die Quest? Weil das steht gerade in meinem Twitch-Chat. Viel Erfolg, vielen Dank, Dejo. Nein, Ende einer Quest. Der verblutet schon vor dem Kampf. Der verblutet einfach schon, bevor es überhaupt losgeht. Ist ja unfair. Bovakin ganz stolz, ich habe ihm die Waffe empfohlen. Dearest Mikala. You must abide alone a while. Mock wird dich nehmen. Mal gucken. Also er hat auf jeden Fall einen coolen Auftritt, muss man sagen. Er sieht schon cool aus. Er wird uns schon ein paar Mal hops nehmen, oder? Wir gucken mal. Ich sage RIP, ab jetzt wird der Kampf ernst. Okay. Okay, komm her, Junge. Okay, guter erster Try. Guter erster Try. Zweite Phase wird lustig. Also, wenn ich jetzt nicht sowieso schon ausgehen würde, dass der Bossfight zwei Phasen hat, würde ich dich dafür fast schon bannen. Für den Spoiler. Ich sage 34 Versuche. Oh Mann, ich rolle immer falsch. Das kotzt mich an. Der war aber auch mies. Oh, kotzt er mich an? Mann, man kann ihn nicht rollen. Problem ist, er ist auch wieder so ein Boss. Was macht er denn? Okay.
Er ist auch wieder so ein Boss, der unnormal lange ausholt, bevor er zuschlägt. Und das macht's echt schwer. Ciao, Game. Ciao, Game. Mock killt sogar PC. Ja. Heute ist ein bisschen lästig. Also ich muss sagen, ja, RIP. Ich muss sagen, die PC-Performance ist so, von dem Game. Was für eine GPU? Eine 4090. Also es liegt nicht an meinem Rechner. So viel ist sicher. Also mein Rechner, mehr Hardware geht nicht. An dem liegt es mit Sicherheit nicht. Das mit den Abstürzen habe ich aber auch in letzter Zeit. Ja, das haben einige. Das habe ich auch öfter mal gelesen. Dass die PC-Performance von dem Game nicht so krass ist. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Gibt auch eine VR Elden Ring Mod. Ich arbeite bei einem großen deutschen Automobilhersteller, Rossi. Mann, ich bin zu dumm, um ihn zu rollen. Er schlägt so minimal verzögert zu. Das ist ultra nervig. Ah, das kotzt mich auch an. Da muss ich irgendwie reinrollen oder so. Problem ist, ich kann gegen ihn. Okay, zweiter Try, dass wir gleich zählen. Der Absturz zählt natürlich nicht. 2-0, ja. Happy Hippo, vielen Dank für die Rose. Problem ist, wenn ich diesen Move hier mache, sterbe ich. Das ist mein stärkster Move und wenn ich den mache, sterbe ich. Weil ich mit dem Move so lange bewegungsunfähig bin und nicht mehr rollen kann, solange ich diesen Angriff mache, dann habe ich ein fucking Problem. Ich kann es nicht rollen, ich schaff's nicht. An was? Hä? Warum bin ich gestorben? Was hat mich gekillt? Null. Okay, wir können die Vorhersage mal auflösen. Ja. Die Blutwolke hat gekillt. Bin nicht in seinem Blutregen. Ja, gefühlt darf ich nirgendwo stehen. Es ist unmöglich zu rollen einfach. Junge. Alter, fick dich. Dieser Schlag von oben.
konnte ich mich nicht bewegen. Dieser Schlag von oben ist crazy. Den kriege ich nicht gedodged. Der wartet irgendwie so eine halbe Sekunde zu lang. Ich meine, also abgesehen davon, du musst auf den Debuff, achten. Okay, abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass wir hier schon sein sollten, progress-technisch. Aber egal, wir machen den jetzt trotzdem. Also ich glaube, wenn ich den Damage an ihm mit dem Damage an den anderen Bossen vergleiche, dann glaube ich, sind wir hier sehr, sehr weit im Endgame-Gebiet und nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Aber ist egal. Es geht nicht. Okay, immerhin habe ich das mal gedodged. Interessant. Okay. Chat, ich bin ehrlich. Ich weiß nicht, ob wir den heute noch machen. Wir sind seit 9 Stunden online. Ich bin natürlich auch nicht mehr ganz fit. Nach 9 Stunden Uptime. So ein Boss ist natürlich so eine Sache, die man machen kann, aber nicht muss. Also ich weiß nicht, ob wir den wirklich heute noch machen. Ich glaube eher nicht. Wenn ich mir das hier so angucke. Jetzt packt er noch neue Moves aus, Junge. Ich hasse diesen Move, Mann. Diesen Schlag von oben, der ist so asozial. Also alle seine Moves sind so easy zu predikten. Außer dieser Schlag von oben. Ah, der kam auch unerwartet. Magst du Vares Quest noch beenden, wenn du schon hier bist? Ja, das können wir gerne machen. Aber Vare haben wir doch gerade gekillt. 90% sind doch Mindset. Du machst jetzt mal 2 Minuten Pause, 10 Kniebeugen, holst dir einen Sack und trinkst einen Snack und trinkst einen Schluck, dann ist der Tilt weg und du haust den konzentriert First Try. Das Problem ist, guck mal hier. Das Problem ist, auch wenn ich das jetzt alles mache, dann sind wir seit fucking 9 Stunden live. Ich werde heute, glaube ich, nicht mehr so fit, dass wir den machen. Mit Mox Kette kannst du ihn kurz an den Boden binden. Die habe ich aber leider nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich die herbekomme. Wir invaden jetzt erstmal Vare. Wo ist der? Da unten oder was? Ich glaube an dich. Wo muss ich hin? Ach hier, guck mal. Einen Runenbogen, eine Krummfingermedizin.
Mock ist knallhart und nach 9 Stunden kann ich nachvollziehen, dass du dann sagst, nee, mache ich morgen. Okay, aber was seine Mission war, habe ich irgendwie auch nicht verstanden. Bares Blumenstrauß als Waffe. What the fuck? Also, okay, er fand Mock irgendwie übelst krass aber so generell seine Storyline habe ich irgendwie verpasst. Also konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Sechs zu null für Moggy. Ja, könnt ihr euch gerne merken für morgen. Wir fangen morgen wieder, morgen machen wir weiter bei 6-0 für Mog. Mal gucken, wie viele Tries wir brauchen. Ich bin gespannt. Ich sehe da noch kein Land, aber mal gucken. Morgen, wie gesagt, jetzt nach 9 Stunden Uptime. Ich bin echt müde. Ich wollte eigentlich vor Mog schon offline gehen. Jetzt dachte ich mir, wir machen die Questline noch kurz. Dass die Questline in so einem Bossfight endet, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Eigentlich wollte ich vorhin schon offline gehen. 74 Tries, er könnte hinkommen. 100 plus Versuche. Okay, Leute, übertreibt nicht. Aber guter Stream und gute Waffe. Vielen Dank, das freut mich. Wann wärst du denn morgen wieder on? Will unbedingt dabei sein, wenn du ihn machst. Wahrscheinlich... My name is Aaron Jaeger. Yo, X-Gray. X-Gray Fox 95. Vielen Dank für deinen Follow. Wunderschönen guten Abend. Ich denke mal morgen so wie immer. So 14 Uhr circa wäre ich morgen wieder online. Und dann machen wir hier weiter. Hast dir Ruhe verdient, raste mal an einer Gnade in deinem Bett. Ja, das mache ich. Ich gönne mir jetzt meinen eigenen kleinen Estus-Flask und dann raste ich an einer Gnade in meinem Bett. In dem Sinne, Leute, war heute wieder ein absolut crazy Stream, crazy Support, unnormal viele Leute, hat mega viel Bock gemacht. Vielen Dank für alles, vielen Dank für den Support. Danke an alle, die dabei waren. Sehr gerne, Nighthawk, sehr gerne. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Morgen geht's weiter. Gute Nacht, Rossi. Gute Nacht, Talk for Play. Gute Nacht, Nighthawk. Gute Nacht, Ingenious. Gute Nacht, Big P, falls du noch da bist. Marvin, gute Nacht. Dovakin, gute Nacht. Und alle anderen da draußen, die noch im Lurk sind, die ich jetzt vielleicht vergesse oder die vielleicht auch schon schlafen und den Stream noch am Laufen haben. Gute Nacht, Madnix. Und Dosenöffner, wunderschöne gute Nacht. Und morgen geht's hier weiter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Ciao, Leute.